Ja, dann darf ich Sie alle begrüßen zum zweiten Tag von unserer Tagung Recht und Religion in soziologischer Perspektive. Ich hatte gestern einleitend ja die Struktur der Tagung etwas erläutert. Gestern haben wir uns mit religiösen Prägungen moderner Rechtsordnungen beschäftigt. Und heute drehen wir die Perspektive gewissermaßen um und fragen nach rechtlichen Prägungen moderner Religion. Es gibt eine wachsende Literatur zur Säkularität, ich nenne nur die Namen von Talal Assad, Charles Taylor und anderen, die deutlich macht, dass Religionen selbst Gegenstand von Normierung sind und Definitionen und entsprechenden Verhältnisbestimmungen zu anderen kulturellen Phänomenen. Damit sind nicht nur die Staat-Kirche-Beziehungen benannt, Minderheitenschutz oder Religionsfreiheit, die den normativen Rahmen für das religiöse Zusammenleben ansprechen. Die modernen Rechtsordnungen beinhalten vielmehr auch zahlreiche Kategorien, die Fremd- und Selbstdefinitionen von Religion beinhalten, etwa bei Regulierungen des Religionsunterrichts an Schulen und ähnlichen Phänomenen. Die rechtlich-staatliche Prägung moderner Religion könnte dabei in vergleichender Perspektive untersucht werden. Welche Entscheidungen werden durch das Recht primär als religiös kategorisiert? Das wäre eine Frage. Man kann auch an ethnografisch basierte Studien denken, die religiöse Gemeinschaften im Zeichen der jeweils dominanten Rechtsdiskurse untersuchen oder an konversationsanalytische Studien zur gerichtlichen Aushandlung der Grenzen des Religiösen. Ein breites Feld spannt sich hier auf, an dem eine zunehmende Anzahl von Forscherinnen und Forschern arbeitet, nicht nur in der Soziologie, sondern insbesondere auch in der Ethnologie, zum Teil auch in der Politikwissenschaft. Und ich freue mich, dass wir jetzt ein Panel haben, das den Facettenreichtum dieser Frage der rechtlichen Prägung von moderner Religion ausleuchtet. Wir beginnen zunächst einmal mit einem Vortrag, der die Effekte von Regimewechseln auf die religiösen Praktiken einzelner Religionsgemeinschaften untersucht, gehen dann über zu Anerkennungsdiskursen in Quebec und wenden uns schließlich der Europäischen Union zu und der rechtlichen Formalstruktur für Religion in einem supranationalen Kontext. Ich werde das jeweils gleich alles noch einmal personell einführen und beginne jetzt mit Uta Karstein, die den Anfang macht des jetzigen Panels. Uta Karstein ist derzeit Mitarbeiterin im Institut für Kunstgeschichte im Projekt Sakralbauten in der Moderne und hat einen Werdegang, der sie für das Thema, was sie hier präsentieren wird, sehr gut qualifiziert. Sie hat eine Promotion geschrieben zum Thema Weltsichten, Alltagsmoral und soziale Praxis, zum Wandel des religiös-weltanschaulichen Feldes in Ostdeutschland, in dem sie im Übrigen in theoretischer Perspektive Einsichten von Pierre Bourdieu für die Religionssoziologie fruchtbar macht. Diese Arbeit hat in einer Reihe von Publikationen Niederschlag gefunden und aus dieser Arbeit heraus ist auch, wenn ich das richtig sehe, der heutige Vortrag entstanden von dem Material her. In ihm geht es um die Frage, ich habe es bereits angedeutet, welche Effekte rechtliche Veränderungen auf das religiöse Feld haben. Die Fallstudie, um die es hier geht, ist der Systemwechsel nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gebiet der ehemaligen DDR und die Frage ist, welche Folgen dieser Systemwechsel für die Selbstwahrnehmung und Positionierung der evangelischen Kirche hatte. Also eine Frage, die genau im Kern jetzt des thematischen Blocks dieser Einheit sind und wir freuen uns auf den Vortrag. Ja, vielen Dank für die einführenden Worte und vielen Dank nochmal für die Einladung und die Möglichkeit, hier vortragen zu dürfen. Es klang ja gerade schon an, die Sachen stammen aus meiner Dissertation. Die hat sich schwerpunktmäßig eigentlich mit der Rezeption dieses Staat-Kirche-Konfliktes in der DDR auf der Ebene des Alltags beschäftigt. Aber um das vernünftig verstehen zu können, habe ich mich natürlich auch eine ganze Weile mit dem religiösen Feld und den Experten, die sich da drin bewegen, auseinandergesetzt. Und die Sachen, auf die beziehe ich mich jetzt. Die Arbeit war primär religions- und herrschaftssoziologisch, weniger rechtssoziologisch. Ich habe aber jetzt in der Vorbereitung versucht, entsprechende Perspektiven da einfach noch mit einzubauen. Okay, zeige Ihnen auch gleich, das ist in etwa der Aufbau des Vortrages. Ich fange an.
In meinem Vortrag werde ich der Frage nachgehen, welche Effekte der Gesellschaftsumbau nach 1945 in der sowjetischen Besatzungszone und der späteren DDR auf das religiöse Feld hatte. Bourdieu zufolge entsteht ein soziales Feld, wenn sich ein Stab von Experten herausbildet, deren Mitglieder im Ringen um einen spezifischen Interessengegenstand Spielregeln ausbilden, die nur für dieses Feld ihre Gültigkeit besitzen. Jedes Feld weist demnach eine spezifische Eigenlogik auf, die nicht auf andere Funktionslogiken zurückgeführt werden kann. In dem Maße, wie dabei Einflüsse von außen abgewehrt werden, steigt der Grad der Autonomie eines solchen Feldes. Treten beispielsweise gesamtgesellschaftliche Veränderungen auf, so wirken sich diese nicht direkt auf ein Feld aus, sondern erscheinen gewissermaßen übersetzt in feldspezifische Positionen. Das Feld bewirkt die Brechung externer Faktoren wie politischer Revolutionen oder ökonomischer Krisen, funktioniert in dieser Hinsicht wie ein Prisma und konstituiert dabei, mit Kassierer gesprochen, eine eigene Seite des Wirklichen. Die Verfasstheit ihrer Grenzen kann daher wichtige Hinweise auf den Grad der Autonomie sozialer Felder geben und damit einigen Aufschluss über den Umfang der äußerlichen Einflussnahmen, Anfechtungen und Infragestellungen. Prinzipiell werden die Grenzen von sozialen Feldern zum einen durch die internen Aushandlungsprozesse darüber, wer zu einem Feld gehört und was die eigenen Spielregeln sind, definiert, darüber hinaus aber durchaus auch und ganz wesentlich mittels rechtlicher Rahmenbedingungen, die in modernen Gesellschaften vor allem durch den Staat gesetzt werden. Also im Falle des religiösen Feldes zählen dazu eben die Garantie bürgerlicher Grundrechte wie das Recht auf Glaubensfreiheit und freie Religionsausübung, aber eben auch die Vergabe spezifischer Körperschaftsrechte und die Frage, wer überhaupt als eine solche religiöse Körperschaft anerkannt wird. Wer sich dieser Frage im Falle der DDR nähern will, kommt nicht umhin, vorab das generelle Rechtsverständnis zu beleuchten. Um dies zu illustrieren, möchte ich kurz aus dem kleinen politischen Wörterbuch der DDR von 1988 zitieren. Unter dem Stichwort Recht heißt es da unter anderem, Zitat, das sozialistische Recht ist gegenüber allen Typen des Ausbeuterrechts ein qualitativ höherer neuer Rechtstyp. Es ist Ausdruck der historischen Mission der Arbeiterklasse und Instrument zu ihrer Verwirklichung. Das heißt, es ist ein staatliches Instrument, um die aus den objektiven Gesetzen abgeleiteten und in den Parteibeschlüssen formulierten Aufgaben beim Aufbau und bei der Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft allgemeinverbindlich durchzusetzen. Dieses Zitat ist nicht nur für das Staats- und Rechtsverständnis der SED aufschlussreich, sondern gibt darüber hinaus erste Hinweise auf den Druck, dem das religiöse Feld ausgesetzt war. Zunächst einmal wird hier deutlich, dass die sozialistische Justiz im Geiste der marxistisch-leninistischen Rechtstheorie nicht vorrangig als autonom agierende Kontrollinstanz staatlichen oder privaten Handelns gesehen wurde, sondern vielmehr als Vollstreckungsorgan des Willens der SED, die sich als einzig legitime Erbin der Arbeiterbewegung und deren gesellschaftspolitischer Ziele sah. Das wird sich im Bereich oder hat sich im Bereich des Zivilrechts wahrscheinlich nicht in dem Maße so durchgeschlagen, also von Seiten von Leuten, die sich da besser auskennen als ich, denen wird diesem zivilrechtlichen Bereich durchaus eine gewisse Funktionstüchtigkeit zugesprochen. Es wurde aber immer dann zum Problem, wenn es sich um vorrangig politische oder als politisch deklarierte Konflikte handelt. Im Kern kann man den sich etablierenden SED-Staat durchaus als eine bürokratische Herrschaft kennzeichnen. Allerdings als eine, die sich von westlichen Staaten insofern unterscheidet, als dass sie sich nicht primär an der Anwendung von formalen Regeln orientierte, vielmehr ging es um die Realisierung inhaltlicher Ziele, beziehungsweise um die Durchsetzung einer als absolut geltenden Idee. Es lohnt sich, kurz bei der als absolut gesetzten Idee zu verweilen, die zugleich das Ziel der gesellschaftspolitischen Bestrebung der SED beinhaltete. Ich folge hier Stefan Breuer, der die Webersche Herrschaftstypologie auf kommunistische Herrschaften anzuwenden versucht hat und sie dabei auch modifiziert hat. Auf ziemlich überzeugende Weise, wie ich finde. Er rückte nämlich ab vom Konzept des Personencharismas zugunsten eines Konzeptes des Ideencharismas. In diesem Sinne wäre die SED als Trägerin einer charismatischen Idee charakterisierbar, der von Seiten ihrer Anhänger ein absoluter Wahrheitsgehalt attestiert wurde.
Diese charismatische Idee galt ihren Anhängern in dem Maße als vernünftig, wie sie als wissenschaftlich bewiesene eine bessere Zukunft versprach, weil sie die sozialen Ungerechtigkeiten vergangener Jahrhunderte endgültig beseitigen würde. So hat es auch in kommunistischen Gesellschaften Formen des Personenkults gegeben, das weiß man ja. Allerdings würde ich doch mit Stefan Breuer behaupten, dass die Bindung an eine Person deutlich hinter den Glauben an Ideen und Programme zurückgetreten ist. Von hier aus, also von so einem Standpunkt aus, erklärt sich der Enthusiasmus der Anhänger ebenso wie ihr Sendungsbewusstsein und die groß angelegten Versuche, die Massen von dieser Idee zu überzeugen. Also es gab ja allein zehntausende Lehrer, die nichts anderes gemacht haben, als die Idee quasi in die Massen zu tragen. Von hier aus erklärt sich aber auch der merkwürdig ambivalente Charakter kommunistischer Herrschaften. Das Ideencharisma setzte nämlich Breuer zufolge sehr wohl Rationalisierungsprozesse im Bereich der Herrschafts-, Wirtschafts- und Sozialstruktur in Gang. Allerdings sei es vom Charakter her, so Breuer, absolutistisch und verlange die Orientierung in den sozialen Feldern und der Lebensführung auf einen einzigen Punkt, auf den spezifischen Sinn hin, den es und nur es dem Kosmos verleiht. Damit aber habe es die konsequente Entfaltung der Rationalisierungsprozesse im Sinne des Entstehens einer Eigengesetzlichkeit der Felder dauerhaft behindert. Auch blieb die nötige Trennung von Politik und Verwaltung im Zuge der Veralltäglichung des Charismas aus. Das konnte man auch im Falle der DDR beobachten, wo Partei und Staatsapparat eng miteinander verquickt waren. Breuer weist darüber hinaus darauf hin, dass das Ideencharisma russischer Prägung nur einen Interpreten kenne, nämlich die Partei. Und nur eine Form der Anerkennung, welche aus Pflicht entspringe und nicht aus diskursiver Verständigung oder pragmatischem Kompromiss. Daraus resultiere, so Breuer, nicht nur jener Zwang zu permanenten internen Läuterungs- und Reinigungsprozessen, wie er die Geschichte aller kommunistischen Parteien durchzieht, sondern zugleich der Zwang zur Ausschaltung aller konkurrierenden Glaubensgemeinschaften sowie aller Skeptiker. Und eine Folge daraus war, dass die Konkurrenzbeziehungen im politischen Feld quasi stillgelegt wurden, die gab es so nicht mehr. Die andere Konsequenz war eben die Bekämpfung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften. Dennoch blieb das religiöse Feld immer bestehen. Das liegt daran, dass die SED im Laufe der Zeit abrückte von ihrem Maximalziel der Abschaffung von Religion und Kirche zugunsten eines Minimalziels ihrer Beschränkung auf reine Kultausübung und Seelsorge. Vor allem die beiden christlichen Kirchen konnten dann doch vergleichsweise große Spielräume auch für sich sichern und besaßen eine gewisse institutionelle Autonomie. Also sie haben ja bis zum Schluss auch eigene Ausbildungsstätten betrieben, sie hatten ein eigenes Pressewesen und so weiter. Damit aber tut sich hier ein Potenzial fortwährender Spannungen und Auseinandersetzungen auf, die, so die These, die ich in der Dissertation vertreten habe, ein neues Feld konstituierten, das ich religiös-weltanschauliches Feld genannt habe. Ich möchte Ihnen dieses Modell mal kurz vorstellen. Wie man sehen kann, ersetzt dieses religiös-weltanschauliche Feld nicht ein anderes. Es stellt vielmehr eine Art Zwischenraum zwischen zwei weiterhin existierenden Feldern dar. Zu den Hauptakteuren dieses Feldes gehören zunächst die mit Religions- und Kirchenfragen befassten Akteure aus diesem politisch-staatsbürokratischen Feld, also alle, die in diesen Kirchenämtern saßen, die in der Arbeitsgruppe der SED speziell mit Kirchenfragen befasst waren, also Staatssekretäre für Kirchenfragen und so weiter. Dazu gehören auch die hauptamtlichen Mitarbeiter der Kirchen- und Religionsgemeinschaften, also Bischöfe, Theologen an den Ausbildungsstätten. Sowie aber eben auch die DDR-Bürger, die sind gemeint hier mit den Laienfraktionen. Diese Laien waren zwar von den Auseinandersetzungen zwischen den Experten im engeren Sinne ausgeschlossen, aber gleichwohl von diesen betroffen, denn auf sie hin waren die Kämpfe um die symbolische Ordnung der DDR orientiert. Schließlich ging es sowohl der SED als auch den Kirchen- und Religionsgemeinschaften darum, Einfluss auf deren Praxis und Weltsicht zu gewinnen, beziehungsweise wie im Falle der Kirchen, also diesen bisher großen Einfluss zu verteidigen. Und das stellt sozusagen im Sinne von Bourdieus Feldkonzept auch das gemeinsame Interessenobjekt dar, um das herum sich quasi so ein Feld typischerweise konstituiert.
In Bezug auf das religiöse Feld hat es die SED geschafft, deren Grenzen nachhaltig zu schwächen und zu relativieren. Deswegen ist auch die Markierung vergleichsweise schmal. Dies tat sie vor allem über die Zurücknahme rechtlicher Sicherheiten und Garantien. Zwar waren die Regelungen zu Beginn der DDR noch recht umfangreich, da sich die erste Verfassung der DDR an der Weimarer Verfassung und deren religionsspezifischen Regelungen orientierte, und die war dann doch eigentlich ja noch relativ umfangreich. Also das Existenzrecht der Kirchen wurde ihnen keineswegs abgesprochen. Auch das Recht auf Gewissens- und Glaubensfreiheit war verankert und die Ausübung religiöser Handlungen. Und den Kirchen wurde zugestanden, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln und zu den Lebensfragen des Volkes Stellung zu nehmen. Verfassungstext und Verfassungswirklichkeit waren in der DDR allerdings zwei verschiedene Dinge. Die in der Verfassung garantierten Rechte sind in der Praxis fast immer unterwandert worden und mussten aufs Neue eingeklagt werden von den religiösen Akteuren. Also es kam de facto zur Einschränkung der Jugendarbeit, des Religionsunterrichts. Die Kirchensteuer wurde irgendwann nicht mehr eingezogen, zentral und so weiter. Die Verfassung von 1968 entzog dem bisherigen Staat Kirchenrecht dann fast völlig den Boden zugunsten eines weitgehend unbestimmten Staat-Kirche-Verhältnisses. Das Recht der Kirchen, ihre inneren Angelegenheiten zu regeln, wurde zwar weiterhin zugestanden, allerdings unter einen umfassenden Gesetzesvorbehalt gestellt. Also da gibt es dann so eine Klausel, die Kirchen haben das Recht, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, also Kirchen und Religionsgemeinschaften. Nähere Vereinbarungen werden in die konkreten Verhandlungen mit der SED getroffen. Und diese Unsicherheit brachte eben ein hohes Maß an Irritation mit. Ich gehe darauf gleich nochmal ein. Diese Bedingungen führten alles in allem zu einer Schwächung der Grenzen des religiösen Feldes zugunsten der je konkreten Einzelbeziehungen der Religionsgemeinschaften zur SED. Analytisch gewinnen diese Subfelder, mir ist ja irgendwie eins abhandengekommen, sehe ich gerade, ich hatte da nicht nur das Jüdische, sondern eben katholisch, evangelisch und so weiter da noch markiert. Analytisch gewinnen diese Subfelder in dem Maße an Bedeutung, wie sich die SED direkt an die jeweiligen Religionsgemeinschaften wandte und dabei auch unterschiedliche Politiken verfolgte. Gefördert wurde diese innere Differenzierung natürlich auch noch durch die unterschiedlichen Haltungen, die die einzelnen Religionsgemeinschaften den Staat gegenüber einnahmen und deren Ursache nicht zuletzt in den unterschiedlichen historischen Erfahrungen und theologischen Traditionen zu suchen ist. Ich bin im Rahmen der Dissertation nun der Frage nachgegangen, wie sich vor diesem Hintergrund das religiöse Feld mit seinen großen und kleinen Religionsgemeinschaften und Organisationen veränderte und wie sich sowas feldtheoretisch beschreiben lässt. Ich gehe davon aus, dass sich das religiöse Feld unter diesem Eindruck der Bedingungen in der DDR umstrukturierte, und zwar entlang zweier Konfliktlinien, die damit sozusagen das Feld konstituieren. Das ist zum einen die Frage, bis zu welchem Grad man den SED-Staat als Obrigkeit anzuerkennen bereit war und sich seinen Ansprüchen gegenüber öffnete. Das ist die eine Konfliktlinie. Die zweite Konfliktlinie entzündete sich an der Frage, wie viel öffentliche Verantwortung man als Religionsgemeinschaft übernehmen wollte und damit, wie weit man sich der Welt und ihren Belangen gegenüber öffnete. Etwaige Probleme lagen auf der Hand, also ob das nun die Deutschlandfrage ist, die Frage der Wahrung des Friedens, die Einhaltung der Menschenrechte, also es war immer sozusagen die Frage, sollte man sich als Religionsgemeinschaft zu solchen Fragen äußern oder beschränkt man sich quasi auf das religiöse Kerngeschäft? Schaut man sich die verschiedenen Kirchen und Religionsgemeinschaften an, so lassen sich für alle Bereiche dieses Feldes und jeweils typische Vertreter finden. Ich möchte mich im Folgenden vor allem auf die evangelische Kirche konzentrieren. Betrachtet man, ich blende die hier einfach mal ein, meine Beispiele. Betrachtet man die offizielle Position des Bundes der evangelischen Kirchen in den 80er Jahren, und der Zeitpunkt ist jetzt relativ willkürlich, zeigt sich auf der einen Seite eine zunächst recht zurückhaltende, im Laufe der 80er Jahre aber wieder zunehmend selbstbewusste Wahrnehmung öffentlicher Verantwortung im Sinne eines staatskritischen Wächteramtes und die Thematisierung allgemeingesellschaftlicher Problemlagen.
Auf der anderen Seite fand sich die Kirche, evangelische Kirche, aber auch zur grundsätzlichen Anerkennung der Staates bereit. Daher gehört sie in den linken oberen Bereich. Das unterscheidet sie beispielsweise von den Mormonen, die sich betont, also einerseits betont Politikferngaben und bei denen die Anerkennung der Obrigkeit aber gleichzeitig festgeschrieben war, bekenntnismäßig. Auch die jüdischen Gemeinden gehören von ihrer Positionierung her in diesen oberen Bereich. Auch den Zeugen Jehovas lag die Übernahme von öffentlicher Verantwortung fern. Sie hatten aber dem Staat als organisatorischem Gebilde gegenüber ein ausgesprochen kritisches Verhältnis. Also mit der Konsequenz, dass sie den Wehrdienst verweigerten, dass sie die Teilnahme an den Wahlen verweigerten und an allen und alles verweigerten, was quasi den Staat in irgendeiner Form huldigen könnte. Also das Singen der Nationalhymne, Fahnengruß und so weiter. Deswegen gehören die in den unteren Bereich. Die sind auch verboten worden aufgrund dieser Haltung. Ich möchte, wie gesagt, ein bisschen mehr noch bei der evangelischen Kirche verweilen und abschließend nochmal darauf eingehen, welche Folgen dieses unklare Rechtsverhältnis für das Verständnis von der Eigengesetzlichkeit der Kirche hatte. Dazu ist es zunächst einmal notwendig, nochmal sich zu vergegenwärtigen, dass die evangelische Kirche nicht so einheitlich ist, wie sich das jetzt hier in der Grafik so darstellte. Entlang der Konfliktdimension differenzierte sich auch innerhalb der Kirche eine Vielzahl an Positionen aus, wie sie zum Teil unterschiedlicher nicht sein konnten. Ich habe Ihnen die hier einfach mal mitgebracht. Das ist jetzt leider vom Design her irgendwie nicht so richtig gut gelungen. Man müsste es eigentlich stärker auseinanderziehen, damit man auch die Feinheiten hier besser herausarbeiten könnte an dieser Grafik. Aber gut, jetzt haben wir die. Ich kann auf die einzelnen Positionen jetzt nicht näher eingehen, da würde ich jetzt eine Stunde reden. Was ich Ihnen aber zumindest sagen möchte, ist, dass man sagen kann, es gab drei Positionsgruppen, die ich versucht habe, hier auch unterschiedlich farbig zu markieren. Zum einen eine Positionsgruppe, die sich alle darüber auszeichnen, dass sie letztlich den real existierenden Sozialismus befürworten, bejahen und ein explizit positives Verhältnis zum Staat formuliert haben. Das sind die hier oben sozusagen. Dann eine Positionsgruppe, die in sich sehr heterogen ist, die habe ich gelabelt mit Kirche im Sozialismus, wobei dieses Kirche im Sozialismus durchaus zum einen nur eine reine geografische Ortsbestimmung war, aber durchaus auch das konkrete sich einlassen auf die Bedingungen in der DDR als Ort des Wirkens meinen konnte. Oder sogar relativ am Ende dann durchaus auch die kritische Aneignung der Idee des Sozialismus, aber eben der Idee und nicht des real existierenden Sozialismus. Und dann gibt es eine Positionsgruppe, die eigentlich keine Gruppe ist, sondern eine singuläre Position, die war vor allen Dingen am Anfang, zu Beginn der DDR noch aktiv und wurde vor allen Dingen von dem damaligen Bischof von Berlin-Brandenburg repräsentiert, deswegen heißt sie auch Dibelianismus, der hat den Staat sozusagen grundsätzlich abgelehnt und sich auch explizit für die parlamentarische Demokratie ausgesprochen und man konnte seine Äußerungen durchaus auch so lesen, dass er zum Boykott der DDR und eigentlich auch zum Auswandern aufgerufen hat. Was man auch sagen kann, ist, dass es entlang dieser horizontalen Ebene unterschiedliche Positionsgruppen gab. Und zwar was die Frage der öffentlichen Verantwortung und der Definition, was man eigentlich unter dem Öffentlichkeitsauftrag der Kirche versteht, angeht. Da kann man sagen, dass diese beiden Positionen hier vergleichsweise traditionelle Vorstellungen davon hatten, was der Öffentlichkeitsauftrag der Kirche ist und dass sich links und rechts davon Positionen ausbildeten, die da zum Teil also grundlegende Infragestellungen oder auch Innovationen provoziert haben. Und bei diesen affirmativen Positionen war das eine Haltung, die den Öffentlichkeitsauftrag der Kirche verneint hat. Also sie hat sozusagen, sie braucht keinen, also das waren sehr, sehr der Institution Kirche sehr kritisch
gegenüber eingestellte Personen, die diese Haltung vertreten haben und dann eher auf dem rechten Bereich Versuche quasi diesen Öffentlichkeitsauftrag den Bedingungen in der DDR irgendwie anzupassen. Also, und da gab es dann auch durchaus beträchtliche Modernisierungsschübe, wenn man so will. Und was mir jetzt bei der Vorbereitung dieses Vortrags aufgefallen ist, ist, dass man durchaus sagen kann, dass diese Positionen eben nicht nur mit unterschiedlichen Haltungen gegenüber dem Staat und dem Öffentlichkeitsauftrag einhergingen, sondern immer auch Implikationen in sich trugen, wie eine zeitgemäße Sozialgestalt der Kirche auszusehen hat und damit auch, in welchem Umfang die Kirche eigentlich als etwas Eigengesetzliches, also Selbstständiges zu gelten. Habe. Also soll es ein eigenständiges Kirchenrecht geben, in welchem Umfang, was soll das alles umfassen und so weiter. Okay. So sind die Äußerungen von Vertretern des staatsnahen Thüringer Weges, und der heißt so, weil das vor allen Dingen die thürische Landeskirche war, die diesen Weg eingeschlagen hat, also sind vor allen Dingen Äußerungen dort dokumentiert, in denen sie sich für die Einbettung des Kirchenrechts in die Gesellschaft aussprechen. Zitat: Je besser es den Kirchen gelingt, ihre ureigensten Regelungen und kirchlichen Normen in Übereinstimmung mit dem sie umgebenden gesellschaftlichen Rechtssystem zu bringen, desto sachlicher und gedeihlicher werden die Beziehungen zwischen Staat und Kirche sein und sich entwickeln. Gemeint war damit nicht unbedingt die pauschale Übernahme von staatlichen Normen in den kirchlichen Bereich, sondern die Beschränkung und das Ausfüllen jener Räume, die, Zitat, uns für unsere Entscheidung zur Verfügung stehen. Man beachte diese sehr passive Formulierung. Andere gingen noch einen Schritt weiter. Die der linken Positionsgruppe nahestehenden Theologen und Juristen argumentierten, dass die Kirche gar kein eigenes Recht besitzen könne, sondern nur Konventionalregeln. Würde man an einem eigenständigen Kirchenrecht festhalten, gäbe man die Einheitlichkeit des sozialistischen Rechts auf, und das schien diesen Vertretern nicht sinnvoll oder falsch. Vertreter eher moderater Positionen innerhalb der evangelischen Kirche, wie die der kritischen Solidarität, das ist die offizielle Position des Bundes der evangelischen Kirche, versucht mit Blick auf das Kirchenrecht auf den Staat zuzugehen, ohne allerdings die Eigenständigkeit der Kirche preisgeben zu wollen. Vertreter wie Manfred Stolpe oder Albrecht Schönherr betonten dabei das Verbindende zwischen Christentum und Marxismus und verwiesen auf die konkreten Bereiche der Zusammenarbeit. Ihren Kritikern in den eigenen Reihen hielten sie entgegen, dass man doch nur handlungsfähig bleiben könne, wenn man sich das Wohlwollen des Staates versichere. Und Wohlwollen des Staates setzt aber auch ein gewisses Wohlverhalten voraus. Man erhoffte sich davon einfach die Eröffnung von neuen Handlungsmöglichkeiten. Und vor allen Dingen Vertreter dieser Position nutzten dann sozusagen auch dieses Instrument der informellen Staat-Kirche-Gespräche und erhofften sich davon einfach neue Handlungsoptionen. Dieser Gesprächszwang, den die SED durch diese aufgeweichten Verfassungssätze von 68 ausübte, ist herrschaftssoziologisch gesehen eine interessante Sache, wie ich finde. Er sorgt dafür, dass nämlich auch die Gegner des Systems sich regelmäßig mit den Argumenten der SED auseinandersetzen mussten. Zudem erfolgte diese Auseinandersetzung gerade nicht unter den Augen einer kritischen Öffentlichkeit oder mit Hilfe professioneller Dritter, sondern ganz informell in den Büroräumen der örtlichen Verwaltung oder zwischenzeitlich sogar in Cafés und Restaurants bei Kaffee und Cognac. Diese eher informellen, charaktertragenden Verhandlungssituationen wurden vom Staat sehr sorgfältig vorbereitet und dienten dazu, theologische und kirchenrechtliche Barrieren zu überwinden. Zudem sollten im dauerhaften Klein-Klein der Auseinandersetzung Differenzen zwischen den kirchlichen Mitarbeitern etabliert werden. Diese Verhandlungen verfehlten ihre Wirkung nicht. Zumal ab jener Zeit, in der sie nicht mehr also einer einseitigen aggressiven Belehrung von Seiten der SED Funktionäre gleichkamen, sondern eher so einen moderaten Gesprächscharakter annahmen. Man könnte mit Goffman vermuten, dass in dem Moment, wo es zumindest den Anschein hatte, dass es eine Form von Dialog ist, bei den Beteiligten auch Mechanismen, zum Beispiel das Faceworking und das Bemühen um eine gelungene Interaktion stärker griffen und man sich diese Sachen dann auch wiederum zunutze machen konnten. Und beide Seiten haben auch rückblickend das Gefühl, dass sie sich das in positiver Weise und in erfolgreicher Weise zunutze gemacht haben.
Bei Albrecht Schönherr, dem Vorsitzenden des Bundes der Evangelischen Kirchen, klingt das rückblickend so, Zitat, ich halte nichts von Konfrontation, da kommt im Allgemeinen nichts bei raus. Ich halte viel davon, dass man irgendwie versucht, miteinander ins Reine zu kommen. Damit ist vielleicht auch eine gewisse Schwäche verbunden. Man wird kein Held, wenn man denkt, wie wird der andere das jetzt aufnehmen? Wie wird er aufgrund seiner Voraussetzungen die Dinge betrachten? Ich glaube, dass es gut ist, wenn man den anderen nicht bloß als einen Gegner sieht, sondern als einen Menschen, der unter Umständen noch gewonnen werden kann. Darüber, wie erfolgreich oder wie naiv und selbstüberschätzend eine solche Einstellung gewesen ist, gibt es und kann es wohl auch keine einhelligen Urteile geben. Sicher ist, dass es die SED mit dieser ständigen Verwicklung von Kirchenvertretern in politische und kirchenpolitische Gespräche geschafft hat, eine Art Geheimdiplomatie zu etablieren, die an der kircheninternen Öffentlichkeit vorbeiging und diese zu unterhöhlen drohte. Um den Gesprächsprozess nicht zu stören, riefen zum Beispiel Kirchenvertreter immer wieder Aufmüpfige in ihren eigenen Reihen zur Raison. Und teilweise wurden kritische Stellungnahmen zur staatlichen Politik unter dem Gesichtspunkt der Zumutung oder Zumutbarkeit vermieden. Darüber hinaus spricht die Unbekümmertheit, mit der Geschenke angenommen und kirchliche Interne ausgeplaudert wurden, dafür, dass das Gespür für die Absichten und letztendlichen Ziele der SED zuweilen verloren gegangen war. Ich komme zu meinem Resümee. In meinem Vortrag wollte ich Ihnen demonstrieren, welche Auswirkungen die Abwesenheit verbindlicher Rechtsnormen und Sicherheiten für das religiöse Feld in der DDR hatte. Nicht nur verlor es ein gehöriges Maß seiner Autonomie und fanden sich deren Vertreter in konflikthafter Auseinandersetzung um den Einfluss auf die Praxis und Weltsicht der Laien wieder. Diese Situation provozierte auch innerhalb der Religionsgemeinschaften gehörige Spannungen, da sie zur Herausbildung von Positionen führte, die sich zum Teil diametral gegenüberstanden. Ich möchte es bei diesen kurzen abschließenden Worten belassen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir kommen jetzt zum zweiten Vortrag in dem heutigen Vormittagspanel. Der Redner ist Marian Burchardt und er ist einer von vielen im Raum, die eine enge Verbindung nach Leipzig haben, das muss man vielleicht sagen. Marian Burchardt hat studiert Soziologie, Politikwissenschaft in Dresden, Barcelona und in Leipzig, hat dann in Leipzig seinen Studienabschluss erworben und dann auch dort promoviert mit einer Arbeit, die sich mit Religion, Sexualität und Biomedizin in Südafrika befasst hat. Er hat dann aber nach dieser Forschung sich in andere thematische Gebiete bewegt, insbesondere im Rahmen des Projektes zu multiplen Säkularitäten, was Monika Wohlrab-Saar in Leipzig in den letzten Jahren durchgeführt hatte. Aus diesem Projekt sind eine ganze Reihe von Publikationen entstanden, die ich jetzt nennen könnte. Und es sind aber auch weiterführende Forschungsideen entstanden für die Fortführung der Analyse komparativer Art von unterschiedlichen Modellen von Säkularität. Und eine der Richtungen ist das Forschungsprojekt, an dem Marian Burchardt gegenwärtig an dem Max-Planck-Institut in Göttingen arbeitet und aus dessen Kontext er heute vorträgt. Es geht hier um eine Untersuchung der kanadischen Rahmenbedingungen für religiöse Anerkennungsdiskurse und insbesondere derjenigen Varianten des kanadischen Multikulturalismus, die sich in Quebec entwickelt haben, in denen die Idee des sogenannten Interkulturalismus als eine spezifisch quebecoanische Form der Reaktion auf kulturelle Diversität entwickelt hat. Aus diesem Rahmen, der im politisch-rechtlichen Diskurs eine wichtige Rolle spielt, entwickeln sich unterschiedliche Selbstbestimmungen, aber auch Fremdbestimmungen und politische Debatten um das Verhältnis von Mehrheitsreligion und Minderheitenidentitäten, und um deren Analyse wird es in dem Vortrag gehen, auf den wir uns jetzt sehr freuen. Ich möchte mich zunächst bedanken bei Herrn Gebhardt und bei Herrn König für die Einladung zu dieser Tagung, die ich sehr spannend finde. Ich denke, mein Vortrag ist sehr gut platziert auf einem Panel zur Frage der rechtlichen Prägung moderner Religion.
Eine der Fragen, die ich besonders interessant finde in diesem Zusammenhang, ist tatsächlich das Wechselverhältnis zwischen einerseits der Art und Weise, wie im juristischen und gerichtlichen Diskurs quasi bestimmte Fragen unter Lupe genommen werden, ob es sich jeweils immer um Religion handelt, in Bezug auf das, was überhaupt verhandelt wird sozusagen, und wie damit quasi bestimmte Phänomene in der Wirklichkeit klassifiziert werden. Und auf der anderen Seite die Frage, wie religiöse Gemeinschaften immer auch schon darauf reagieren, auf die vom Recht gesetzte oder zur Verfügung gestellte Anreizstruktur und sich selber quasi auf eine bestimmte Art und Weise dem Recht als Religion oder eben nicht Religion präsentieren. Und das ist quasi dieses Wechselverhältnis, was auch in meinem Vortrag jetzt eine besondere Rolle spielen wird. Ich muss zunächst dazu sagen, dass ich einen kleinen Etikettenschwindel hier mache in diesem Vortrag. Ich werde zunächst den Kontext von Quebec kennzeichnen und darstellen, was quasi der historische Prozess ist, innerhalb derer die Kategorien von Religion und Kultur wechselseitig ausdifferenziert werden, um dann in Anerkennungsdiskursen eine Rolle zu spielen. Ich werde aber in Bezug auf die Fälle, die ich verwende, auch darüber hinausgehen und kurz Bezug nehmen auf Europa und also was im kanadischen Diskurs ROC, Rest of Canada, genannt wird, also quasi das anglophone Kanada. Gut. Also um es kurz vorwegzunehmen, bevor ich zum Manuskript übergehe, es geht in meinem Vortrag um die Frage, was überhaupt mit den Begriffen von Kultur in Multikulturalismus und Religion in religiöse Vielfalt oder religiöser Pluralismus eingefangen wird und was quasi für Widersprüche oder Dilemmata entstehen, wenn quasi verschiedene Unterschiede, die mit diesen beiden Konzepten verbunden sind, verwaschen werden. Nicht? Gut. Im Zentrum meines Forschungsprojekts steht die Frage nach dem Zusammenhang zwischen kulturellem Gedächtnis und dem Umgang mit migrationsbedingter religiöser Vielfalt. Ich untersuche dies, wie gesagt, in Quebec und Katalonien und damit in zwei Gesellschaften, die eine Reihe strukturell bedeutsamer Gemeinsamkeiten haben. Beide verstehen sich als Nationen ohne Staat, was nationalistische Bewegungen und Mobilisierungen zu ändern versuchen. Beide Gesellschaften waren über längere Strecken religiös weitgehend homogen, nämlich katholisch. Andererseits, schon allerdings, veränderte sich die Bedeutung dieses katholischen Seins in Quebec seit den 60er Jahren und in Katalonien seit den 70er Jahren im Zuge von gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen, die jeweils mit dem Ende mehr oder weniger diktatorischer Regime verbunden waren. In beiden Ländern dient Sprache, Französisch und Katalanisch, als primäres Medium der Reproduktion der Imagined National Community, und deren Stärkung ist deshalb Kernbestandteil nationalistischer Politik einerseits und Gegenstand von kollektiven Ängsten und Befürchtungen des allmählichen Verschwindens bzw. Auflösens der nationalen Gemeinschaft innerhalb der größeren Mehrheitsgesellschaft andererseits. Es geht also jeweils, und zwar in einer komplexen Verflechtung von ethnischen und religiösen Zugehörigkeitsaspekten, um eine Situation, in der Quebecer und Katalanen im gesamtgesellschaftlichen Rahmen nationale Minderheiten sind, zu Hause aber gegenüber Migranten, die dann in die quasi Einwanderungsgesellschaft hineinkommen, Mehrheiten sind. Also, und dieser Doppelstatus von Mehrheit und Minderheit gleichzeitig ist es, so die einhellige Auffassung vieler Soziologen, der eine Reihe von Problemen im Umgang mit migrationsbedingter Vielfalt erklärt. Ich werde mich im Folgenden aber nicht auf den transatlantischen Vergleich, sondern lediglich auf den Fall Quebec beziehen und möchte auch vorab bemerken, dass es sich um laufende Forschung handelt, also keine abgeschlossenen Ergebnisse, sondern eher ein Zusammenziehen von Beobachtungen aus dem juristischen, politischen und öffentlichen Diskurs in Quebec und die Basis sind quasi diese Beobachtungen und eine Reihe von Texten juristischer und politischer Natur, die ich hier heranziehe. Wichtig zum Verständnis der Formen und Codes kultureller Gedächtnisse in Quebec und vor allem der Rolle der Religion ist die Gleichzeitigkeit von Säkularisierungsprozessen einerseits und migrationsbedingter religiöser Pluralisierung andererseits. Und das ist natürlich auch in vielen europäischen Gesellschaften ganz ähnlich zu beobachten. Säkularisierung bezieht sich sowohl auf institutionelle Entkopplung und Entflechtung von katholischer Kirche und Gesellschaft, wie auch auf die Dimension religiöser Beteiligung, die bekanntermaßen als Teil von umfassenden kulturellen Transformationsprozessen, vor allen Dingen seit den 60ern, massiv gesunken ist. Dieser im öffentlichen Diskurs in Quebec als Revolution tranquille, also stille Revolution, bezeichnete Transformationsprozess,
wird mit Nachdruck als Emanzipationsprozess verstanden. Und die Tatsache, dass er eben still und nicht laut vonstatten ging, wird von Historikern teilweise auf die Idee zurück oder auf die Tatsache zurückgeführt, dass sich dieser Wandel nicht gegen, sondern unter aktiver Beteiligung der katholischen Kirche vollzog. Die stille Revolution ist indes selbst Gegenstand fortgesetzter Mythologisierung, und damit meine ich nicht, dass sie falsch dargestellt wird oder irgendwie verklärt wird, sondern dass sie zu einem der bedeutendsten nationalen Mythen des 20. Jahrhunderts wurde. Das heißt, das nationale Selbstverständnis Quebecs als Kollektiv speist sich aus der Idee des eigenen Ausgangs aus der historischen Dunkelheit und der eigenen Säkularisierung. Quebecer sein heißt in diesem emphatischen Sinne, durch die Schule von Moderne und Aufklärung gegangen zu sein und sich auf dieses Moment von autonomer Subjektbildung positiv zu beziehen. Man kann dies ganz gut erkennen anhand der umfangreichen Darstellung zur stillen Revolution im Nationalmuseum Quebecs in Quebec City, wo der damit verbundene Säkularisierungsprozess explizit Gegenstand von historischen Erklärungen wird in einer ganzen Reihe von Tafeln, und die gesamte Darstellung der Quebecer Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg ist im Grunde um dieses Narrativ von Säkularisierung herum organisiert. Wo es quasi um die Frage des überragenden Themas der nationalen Unabhängigkeit geht, was quasi an erster Stelle steht, aber sozusagen der Rest der Darstellung ist wirklich organisiert um die Idee der Revolution tranquille. Damit wird quasi die stille Revolution Gegenstand konkreter Anschauung und wird historiografisch verdinglicht und objektiviert. Vor allem aber kristallisiert sich der positive Bezug auf die stille Revolution in feministischen Mobilisierungen, die meines Erachtens nicht nur besonders nachdrücklich und gesellschaftlich erfolgreich sind, sondern sich auch mit vergleichsweise starker Vehemenz auf eben dieses aufklärerische Erbe der stillen Revolution beziehen. Und zwar das noch mehr als in Westeuropa, wo es auch natürlich zu beobachten ist mit dem Rekurs auf die 60er und die 68er Generation und die Feminismen, die in dem Zusammenhang entstanden sind. Diese Feminismen und Geschlechterpolitiken prägen die Auseinandersetzung um religiöse Vielfalt und Laizität zutiefst. Offensichtlich ging mit der stillen Revolution auch eine Periode der Verhältnisbestimmung zu Kanada oder genauer gesagt Rest of Canada zu Ende, die sich zunächst einmal gut mit David Martins Konzept der Cultural Defense einfangen lässt. Damit beschrieb Martin Situationen kulturell periphere Gesellschaften, die im Rahmen imperialer Beherrschung keinen eigenen Nationalstaat ausbilden konnten und in denen Religionen und religiöse Institutionen quasi die Funktion der öffentlichen Symbolisierung des Kollektivzusammenhangs übernehmen. Dies ist insbesondere dort der Fall, wo die Religion der staatenlosen Gesellschaft von jener der Imperialmacht verschieden ist. Also in Kanada wäre das katholisches Quebec und protestantisch geprägtes Rest of Canada. Die stille Revolution und die Auseinandersetzung um Migration und religiöse Vielfalt in Quebec haben insofern einen erheblichen Einfluss auf die Ausdifferenzierung von Religion und Kultur, hier in Anführungsstrichen, im Sinne von Zitaten als im öffentlichen Diskurs zirkulierenden Kategorien von Religion als Kultur oder Laizität als Kultur. Damit ist zunächst darauf hingewiesen, dass das, was diese Begriffe konnotieren, jeweils von historischen Situationen und mit diesen einhergehenden oder von diesen ermöglichten semantischen Verschiebungen ist. So ist es offensichtlich nicht mehr ohne weiteres möglich, kollektive Identitäten der Natives, also der nicht im letzten 20. Jahrhundert eingewanderten Quebecer im Code des Katholizismus als praktizierte Religion darzustellen, wenn nur noch sehr wenige diese Religion praktizieren. Das ist nicht unmöglich, aber es verschiebt sich quasi, ne? Und damit quasi ist die Möglichkeit oder die Notwendigkeit im gewissen Sinne angedeutet, eben Religion nicht mehr als praktizierte, gelebte Religion in dem Sinne darzustellen, sondern als Kultur. Daniel Hervieux-Léger hat solche Konstellationen mit dem Konzept ethnischer Religion erfasst. Das bedeutet, Religion überlebt und bleibt bedeutsam in sich säkularisierenden Gesellschaften bzw. Bevölkerungen, indem sie als Code zur Darstellung ethnischer Zugehörigkeit transformiert wird. Ähnlich auch Oliver Roy, der 2010 in einem Buch bemerkt, Religion can become the key identity marker without necessarily being tied to an authentic religious practice, although it may be conducive to such practice. Dies erscheint bedeutsam, denn damit wird Religion in der Einwanderungsgesellschaft Quebec nun anerkanntermaßen zu einer Kategorie des Partikularen, das heißt zu einem Zugehörigkeitsattribut zu einer Subgruppe innerhalb eines pluralen Ganzen. Also im Gegensatz zu vorher der Indexierung von Gemeinschaftskultur oder Gesamtkultur über Religion.
Andererseits wird aber in jüngster Zeit, wie etwa in den verschiedenen Aufsätzen der Juristin und Religionswissenschaftlerin Laurie Beeman, betont, in Quebec wird in Quebec in jüngster Zeit in Bezug auf das Verhältnis von Staat, Nation und katholischer Kirche ein Trend sichtbar, dieses Verhältnis nicht über Katholizismus als Religion, sondern Katholizismus als Kultur im Sinne von Erbe, französisch Patrimoine oder englisch Heritage zu fassen. So schreibt Beeman, also, within Quebec there has been a recent trend both in political and popular discourse towards maintaining the ties to the Roman Catholic Church, not as religion, but as culture or heritage. Während dies nun im politischen Diskurs und in der medialen und öffentlichen Auseinandersetzung bestimmten Logiken folgt, möchte ich nun der Frage nachgehen, inwieweit die Begriffe Religion und Kultur, jeweils in Anführungsstrichen als Zitate, ja, über das Anbinden von Bedeutungen an Vorstellungen von Rechten auch juristische Diskurse organisieren, die dann wieder politische und soziale Konsequenzen haben. Offensichtlich ist Quebec in diesem Zusammenhang kein Ausnahmefall. In einem als einschlägig angesehenen Urteil des Obersten Gerichtshofs in Kanada entschieden die Richter 1985, dass die Ladenschlussbestimmungen für Sonntage keine Privilegierung des Christentums darstellen und nichts mit Religion zu tun haben. Es war dies das erste höherinstanzliche Urteil seit der Einführung der kanadischen Charta 1982, das mit Religion zu tun hatte. Im viel diskutierten Fall Lautzi schrieben die Richter des Verwaltungsgerichts in ihrer Urteilsbegründung in Bezug auf die Frage, ob Kruzifixe in den italienischen, in den Klassenzimmern öffentlicher Schulen in Italien die Religionsfreiheit verletze. Nur ganz kurzer Auszug aus diesem vielen wahrscheinlich bekannten Urteil. A European court should not be called upon to bankrupt centuries of religious, of European tradition. No court, certainly not this court, should rob the Italians of part of their cultural personality. Deutlich markiert sind in dieser Begründung der europäische Traditionszusammenhang, das heißt die Geschichte sowie die Verknüpfung von nationalem Subjekt, die Italiener, mit einer uniformen kulturellen Persönlichkeit, die durch Migrationsprozesse ganz offensichtlich in Frage steht. Wichtig ist gleichwohl, dass die Kläger in dem Fall nicht Angehörige religiöser Minderheiten, sondern Atheisten waren. In Quebec entspann sich die Diskussion um Religion als Kultur, als ein Begriff wiederum, und Religion als Erbe, vor allem an Ereignissen und Debatten im Umfeld der sogenannten Bouchard-Taylor-Kommission. Berühmt wurde im Nachgang der Kommission nochmal der Fall der Kleinstadt Saguenay, deren Bürgermeister auf dem Verbleib des Kruzifixes und einer Marienstatue im Saal des Stadtrates sowie auf der Eröffnung der Ratssitzung durch ein Gebet beharrte und insistierte, dies sei Teil seines kulturellen Erbes. Bereits 2 Jahre vorher, im Jahre 2009, hatte das Parlament von Quebec bereits einstimmig mit parteiübergreifender Mehrheit entschieden, dass im Parlamentssaal, dem sogenannten Blue Room, hängende Kruzifix dort, dass das Kruzifix dort zu verbleiben habe. Bouchard und Taylor hatten in ihrem Abschlussbericht im Rahmen ihrer Konzeption einer Laïcité ouverte eines offenen Säkularismus empfohlen, das Kreuz abzunehmen. Die Abgeordneten waren hingegen der Ansicht, es sei Ausdruck und Symbol des Erbes und der Kultur Quebecs. Und das ist auch ein Fall, der quasi von Beeman in einem Aufsatz von 2012 ausführlich besprochen wird. Auch wenn das Erbe natürlich etwas ist, was von einer bestimmten Gruppe irgendwann in der Geschichte hergestellt oder gemacht worden ist, ist davon auszugehen, dass nun alle Quebecer, das heißt auch die Einwanderer, also Québécois du Souche, wie man sozusagen dort sagt, wie auch Neu-Quebecer, dass die es sind, die das Erbe übernehmen, also erben sollen und es bewahren sollen. Anders ist es unter demokratischen Bedingungen nicht denkbar. Was diese Operation damit bewirkt, ist die Transformation von Religion als etwas Partikularem wiederum zu Religion in etwas, wenn nicht universell, aber doch die Gesamtbevölkerung einschließendes. Die Idee von Religion als Kultur, als Geschichte und als Erbe basiert damit speziell auf der Vorstellung von Kultur als etwas von allen Geteilten. Dies wiederum scheint nun bemerkenswert, da sowohl in den klassischen kanadischen wie auch quebeckischen Konzepten von Multikulturalismus und Interkulturalismus Kultur als das Partikulare konzipiert wird. In der öffentlichen bzw. populären Wahrnehmung ist das Konzept von Kultur, so wie es in diesen Begriffen Verwendung findet, zutiefst mit der Idee von Herkunftsnation verbunden. Das heißt, die überwiegende Mehrheit der Kanadier, auch der Quebecer, würde auf die Frage nach ihrer Kultur mit der Spezifizierung der Herkunft
Herkunftsnation antworten, das heißt indisch, ukrainisch und so weiter. Die Verfassung spezifiziert dies nicht, sie schreibt aber vor, dass das multikulturelle Erbe der Kanadier zu schützen sei und erhebt kulturelle Vielfalt damit zum Gründungsprinzip in einer Art Anwendung der bekannten Maxime Einheit durch Vielfalt. Daraus ergibt sich die Frage, auf welche Art und Weise die Begriffe Religion und Kultur im rechtlichen Diskurs und der rechtlichen Auseinandersetzung als einem Hauptschauplatz in Bezug auf Aushandlungsprozesse religiöser Vielfalt operieren. Auf welche Weise, so die Frage jetzt, die ich stellen will, werden durch diese Konzepte Diskurse organisiert, in denen Forderungen nach Anerkennung religiöser oder kultureller Differenz im Medium des Rechts erhoben werden? Im klassischen Multikulturalismusdiskurs war der Begriff Kultur im Prinzip Statthalter von Vorstellungen, wie bereits erwähnt, von nationaler Herkunft, Ethnizität oder Race. Er bezieht sich damit auf Attribute, die entweder in gewisser Weise unabänderlich sind, im englischen Diskurs immutable, oder aber im Falle von nationaler Herkunftskultur als eng mit dem Erlebnis- und Erfahrungszusammenhang von Gruppen. Das heißt, sie sind nicht immutable im Sinne von Race, aber doch unabänderlich im Sinne von, dass man sich nicht selbst eigentlich rausnehmen kann aus diesem Erfahrungszusammenhang, der dort quasi als schützenswert betrachtet wird. Soziologisch gesehen kann dies zwar auch für religiös definierte Gruppen gelten, in keiner der genannten Hinsichten können über Kultur konzeptualisierte Attribute aber als Ergebnisse freier oder bewusster Wahl oder bewusster Entscheidung angesehen werden. Dies ist nun aber gerade für Religion spezifisch, in der seit den 80er Jahren konzeptualisierten, gängigen Konzeptualisierung von Religion, und das ist jetzt quasi eine sehr schöne Kontrastierung mit der Konzeptualisierung von Religion, wie wir sie gestern im Vortrag von Sarah Jahn gehört haben, also eine objektive, an objektiven Ideen, Traditionen und Texten orientierte Konzeptualisierung. Innerhalb der Rechtswissenschaften ist die kanadische Rechtsprechung als in besonderer Weise an subjektiven Auffassungen von Religion orientierte Rechtspraxis interpretiert worden. In einer Art angewandte Religionssoziologie ging es dabei zunächst um die Anerkennung der zunehmenden Individualisierung und Deinstitutionalisierung von Religion im Sinne der postmodernen Bastelreligion. Also es ging um die Tatsache, dass auch die Idee, also die neue Form von Religiosität, wie sie eher quasi in einer Form der inneren Vervielfältigung einer postchristlichen Praxis quasi Ausdruck finden, dass auch diese Form quasi in den rechtlichen Begriff der Religion mit Eingang finden können sollte. Das im Zuge verschiedener Gerichtsprozesse sich herauskristallisierende und formulierte Prinzip der Sincerity of Belief, das heißt der Aufrichtigkeit der im Namen der Religion erhobenen Ansprüche, hatte dann allerdings vor allem auch Konsequenzen für migrationsbedingte religiöse Vielfalt und neue religiöse Minderheiten. Die am meisten zitierten Fälle sind Big M Drug Mart Limited von 85, Anselm 2004 und Multani 2006. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Zeit habe, auf diese jetzt einzugehen. Der Zusammenhang von Aufrichtigkeit und Glaubens- und Religionsfreiheit wurde da im Fall von Anselm, und darum geht es jetzt kurz, von den Richtern folgendermaßen formuliert. Und ich zitiere jetzt aus dem englischsprachigen Urteil. This understanding von Religionsfreiheit, wie es im Urteil zum Ausdruck kommt, is consistent with the personal or subjective understanding of freedom of religion. As such, a claimant need not show some sort of objective religious obligation, requirement or precept to invoke freedom of religion. It is the religious or spiritual essence of an action, not any mandatory or perceived as mandatory nature of its observance that attracts protection. The state is in no position to be or should not, nor should it become the arbiter of religious dogma. Für die Gerichte ergaben sich daraus weitere Konsequenzen. Erstens sind Expertenmeinungen von religiösen Gelehrten oder Religionswissenschaften, das heißt Expert Witness, ja, auf Englisch, zu bestimmten Religionsfragen nicht zwingend, beziehungsweise sogar nur sekundärer Bestandteil von Beweisführung und Urteilsfindung. Zweitens müssen Personen, die Religionsfreiheit ins Feld führen, weder Übereinstimmung mit traditionellen Dogmen noch die Kohärenz ihrer Forderungen mit ihrer Glaubenspraxis in früheren Lebensphasen nachweisen, um ihre Aufrichtigkeit unter Beweis zu stellen. Da Religion dynamisch ist und sich dynamisch verändert. Nicht? Zitat von Solange Lefebvre. Gerade die Betonung auf Dynamik und Veränderbarkeit macht den krassen Gegensatz zu Kultur im Sinne von Herkunftskultur noch einmal deutlich. Alle erwähnten Fälle bezogen sich auf Religionsfreiheit oder Diskriminierung auf der Basis von Religion. Also da wurde
kam quasi Herkunftskultur gar nicht vor. Anders hingegen im Fall der Debatte um religiöse Schiedsgerichtsbarkeit in Ontario. Jetzt wechsle ich quasi kurz in den nächstliegenden Bundesstaat, die dort seit 2001 heiß diskutiert wurde. Wie Abigail Eisenberg, eine Juristin, feststellt, wurde die öffentliche Debatte zu diesem Thema nicht unter dem Stichwort Religion oder religiöse Schiedsgerichtsbarkeit geführt. Vielmehr standen Kanadas multikulturelle Werte zur Diskussion. Erkennbar ist dies etwa an den Kommentaren des Vorsitzenden des Islamic Institute of Civil Justice, das bei den Bemühungen um Erweiterung des Zugangs von Muslimen zu zivilen Mechanismen federführend war. In einer Eingabe an die das Thema bearbeitende sogenannte Boyd-Kommission, benannt nach der Vorsitzenden Marion Boyd, sagte Sayed Mumtaz Ali, englisches Zitat, "Minority communities expected culturalism to be extended to equally to all cultural groups instead of confining it only to the three charter groups, British, French and Aboriginal people." Und weiter, "In the barnyard of multicultural Canada, some are obviously more equal than others." Was ich hier mit dem Zitat darstellen wollte, war quasi der Bezug, also der auf Kultur und das Verständnis von Muslimen als cultural group. Beim Durchgang durch Eisenbergs Reportage über die Debatte wird deutlich, dass durchweg sowohl bei Befürwortern als auch bei Gegnern ziviler Gerichtsbarkeit das Thema in Begriffen des Multikulturalismus diskutiert wird und religiöse und kulturelle Aspekte relativ unproblematisch nebeneinander stehen. Tatsächlich zeigt sich, dass im juristischen Diskurs mindestens zwei Begriffe von Kultur zentral sind. Einerseits Kultur als Statthalter partikularer Identität, wie in Multikulturalismus. Andererseits Kultur als Statthalter von Gemeinsamkeit im Sinne von geteilter Kultur, Englisch Common Culture, Common Culture. In diesem zweiten Sinne wird im Rechtsdiskurs auch der Begriff der gesellschaftlichen Kultur, Societal Culture, verwendet. Etwa bei Kimlicker und Chururi. Laut Kimlicker liegt der Kern gesellschaftlicher Kultur in gemeinsamer Sprache und gemeinsamen Institutionen. Diese beziehen sich offensichtlich auf das Konfliktszenario der anglophonen, frankophonen Binationalität und ist auf religiöse Gruppen nicht anwendbar. Mit dem Verweis auf die französische Sprache werden in Bezug auf kollektive Identitäten in Quebec quasi Inklusionsmöglichkeiten für Migranten geschaffen, Nationalität von Ethnizität differenziert und gemeinsame Kultur auf Sprache reduziert im juristischen Diskurs, wie beispielsweise bei Chururi. Laut Chururi soll weder Laizität noch Katholizismus als gemeinsame Grundlage einer gemeinsamen Kultur herhalten können. Was bei Chududi und vielen anderen nun im Zentrum der juristischen Debatte steht, ist vielmehr auch ein Begriff von kollektiver Identität. Und insofern lässt sich damit nur quasi andeuten, dass man diese Analyse, die ich quasi auch selber angedeutet habe, in Bezug auf die Verwendung der Begriffe Religion und Kultur und das, was quasi jeweils adressiert wird und welche Eigenschaften von Personen oder Gruppen jeweils adressiert werden, eigentlich noch erweitert werden müsste auf den Begriff Identität und die Frage, wie der Begriff der Identität selber auch im juristischen Diskurs zirkuliert, um bestimmte Attribute von Individuen und Gruppen als schützenswert zu deklarieren. Ich komme nun zu meiner Zusammenfassung, die ich nicht ausdrucken konnte, weil ich die erst unlängst verfasst habe. Gut, also ich ziehe die Argumente nochmal ganz kurz zusammen. Im politischen und rechtlichen Diskurs in Quebec werden die Kategorien Religion und Kultur häufig synonym verwendet. Dies erzeugt Widersprüche, wenn beide Kategorien Unterschiedliches einfangen, in dem Sinne, dass sie sich auf unterschiedliche soziologische Qualitäten von anzuerkennenden und damit rechtlich zu schützenden Praktiken und die ihnen unterliegenden Identitäten beziehen. Im Multiculturalism-Diskurs bezieht sich Kultur im Grunde immer auf unveränderbare, feststehende Attribute, während Religion gerade über voluntaristische Konzepte und über Individualität und Subjektivität konzipiert wird. Die Religionswissenschaftlerin Marca Valenta hat mit Blick auf Beobachtungen in den Niederlanden bemerkt, dass sich aus dieser Gegenüberstellung zwei unterschiedliche Konzepte von Minderheiten ergeben, nämlich einmal freiwillige, voluntary minorities und involuntary minorities. Nicht gewählte Minderheiten sind konzipiert über Ethnizität und Race, aber auch sexuelle Orientierung und haben in der jüngeren europäischen Rechtsprechung, so Valenta, stärkeren Schutz erfahren als religiöse Minderheiten. Meine
These, wenn das jetzt nicht übertrieben ist, ist, dass das, was Beeman den Move from Religion to Culture nennt, letztlich Auseinandersetzungen um Indexierung von Partikularität oder Universalität, das heißt Common Culture, zum Ausdruck bringt. Vor allem in Quebec scheint diese Verschiebung motiviert von der Idee, Kultur nicht wie Multikulturalismus zur Indexierung von Partikularen, sondern von Gemeinsamen zu verwenden. Der soziale Sinn von Katholizismus als Kultur oder auch Laizität als Kultur geht freilich verloren, wenn man wie Beeman unmittelbar die Frage anschließt, ob auch religiöse Minderheiten quasi den Weg gehen können und selber wieder Kultur für sich in Anspruch nehmen können oder bestimmte Praktiken als Kultur deklarieren, um bestimmte schützenswerte Praktiken quasi durchsetzen zu können. Und Beeman zitiert hier wiederum das Beispiel von Sikhs in Frankreich, die versucht haben, den Turban quasi zu verkleinern, um zu sagen, er ist gar keine Religion, er ist einfach ein Hütchen quasi, das man dann auch wieder in der Schule aufsetzen kann. Nicht? Gut. Problematisch daran ist, zumindest aus europäischer Perspektive, wenn man sich mal die Freiheit nehmen will, Kanada europäisch zu betrachten, Quebec europäisch zu betrachten, dass Minderheiten und Mehrheiten immer schon als stabile ahistorische Einheiten vorausgesetzt werden. Ein Problem, das der europäische Juristendiskurs um Minderheitenrechte zu einem bestimmten Grade teilt. Vielleicht ließe sich letztlich damit auch die Frage aufwerfen, ob es nicht so sehr die spezifischen Identitätskonzepte wie Religion, Kultur, Sprache oder Ethnizität sind, die den Rechtsdiskurs organisieren, sondern bestimmte, eher feststehende Auffassungen von Mehrheiten und Minderheiten als Träger von Rechten. Und an der Stelle schließe ich. Ich darf Ihnen auf diese Art und Weise Theresa Wobbe vorstellen, die nächste Rednerin. Sie ist Professorin für Soziologie an der Universität Potsdam und sowohl in der Sektion Religionssoziologie als auch denjenigen, die politisch-soziologisch und rechtssoziologisch interessiert sind, sehr gut bekannt. Frau Wobbe hat eine ganze Reihe von verschiedenen Forschungsthemen im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte bearbeitet, die ich jetzt hier gar nicht alle nennen möchte. Ihr Werdegang hat sie dabei von der Freien Universität an andere Universitäten, Münster, die Technische Universität in Berlin geführt. Und sie hat dabei zunächst einmal im Bereich der Geschlechtersoziologie sehr viel publiziert, dann aber vor allem im Bereich der Europaforschung. Und das ist der Bereich, um den es jetzt auch in dem heutigen Vortrag gehen wird. Der behandelt die Entstehung einer rechtlichen Formalstruktur für Religion im supranationalen Kontext. Es geht sozusagen um die Antidiskriminierungsrichtlinie, die die Europäische Union verabschiedet hat und die unter anderem auch Benachteiligung von Personen aus religiösen Gründen tangieren. Welche Konsequenzen die Rechtsentwicklung auf der europäischen Ebene für die Staat-Kirche-Verhältnisse, für die religionsrechtlichen Verhältnisse in den Mitgliedstaaten hat, das ist eine Frage, die gerade denjenigen vertraut ist, die mit den Details der juristischen Regelung von Religion in den Mitgliedstaaten arbeiten. Und umso wichtiger ist es, die Fragen der Entstehung, der Normgenese auf der europäischen Ebene zu beobachten. Wir freuen uns sehr, dass wir Frau Wobbe hier als Rednerin haben und sind gespannt auf den Vortrag. Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Tagung, die erste, die explizit Rechts- und Religionssoziologie behandelt, was ausgesprochen spannend ist. Mein Vortrag beschäftigt sich, was meine aktuelle Forschung betrifft, mit der Frage, wie eine bestimmte Gruppe von Rechten, nämlich Grund- und Menschenrechte, innerhalb der EU überhaupt brisant werden und warum ihnen innerhalb der EU überhaupt ein Interesse und auch eine Rationalität zukommen kann. Eine EU, die im Wesentlichen über ihre wirtschaftliche Primärorientierung bestimmt ist. Die Folge der heutigen Beiträge halte ich für ausgesprochen interessant, insofern der
der Kontrast zu Ihrem Vortrag von Frau Karstein dadurch doch recht deutlich wird, bereits schon in dem Vortrag von Herrn Burchardt, weil das Richterrecht, nicht wahr, also die Rechtsprechung unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen vor dem Hintergrund der Positivierung des Rechts eine andere Prominenz erhält und erhalten hat, als das in dem von Ihnen dargestellten Fall gewesen ist. Und in der Nachkriegszeit hatten religiöse Themen zwar im Rahmen des Ost-West-Konflikts in der EU Brisanz, doch religiöse Grund- und Menschenrechte spielten bei den Gründern der Europäischen Union keinerlei Rolle. Jedenfalls nicht in dem Sinne einer Verankerung oder einer Berücksichtigung dieser Rechte. Die Begründer der Union richteten seinerzeit das Augenmerk auf die Wohlstandssteigerung in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum und, wie Madsen es formuliert hat, zum einen entstand dadurch im europäischen Kontext ein Europe of the Human Rights und ein Europe of the Market. Und dieser Weg erwies sich für die Europäische Union auch in der Gestalt des Binnenmarkts als erfolgreich. Grund- und Menschenrechte sind in der EU allerdings dann seit den späten 80er Jahren im Diskurs zu erkennen, und zwar auch religionsbezogen. Eine ausdrückliche rechtliche Prägung von Religion setzt ein in den 90er Jahren, genauer mit dem Vertrag von Amsterdam über die Europäische Gemeinschaft und die anschließenden Richtlinien, die dann um 2000 erlassen werden. Im Kern handelt es sich bei dieser rechtlichen Prägung von Religion um eine Ausdeutung von Religionsfreiheit und infolge davon um eine eigene europarechtliche Zuständigkeit von Religion, die inzwischen auch bereits erreicht ist. Angesichts der wirtschaftlichen Primärorientierung der Europäischen Union liegt für uns soziologisch die verstärkte Beschäftigung mit religiösen Grundrechten keineswegs auf der Hand. Und vor diesem Hintergrund lautet dann auch meine Ausgangsfrage für diesen Beitrag, warum religionsrechtliche Bezüge in der EU eigentlich brisant sind. Warum sind sie eigentlich virulent und warum werden sie rechtlich zudem institutionalisiert? Das heißt, warum werden Diskriminierungsverbote aufgrund von Religion zusätzlich zu einem bestehenden und einem sehr erfolgreichen, wenn auch notorisch überlasteten, regionalen Menschenrechtsschutz etabliert und zumal mit einer zunehmend prononcierten eigenen Zuständigkeit? Neoinstitutionalistische und religionssoziologische Studien zeigen, dass die nationalen religionspolitischen Modelle nach 1945 unter Druck geraten sind, insbesondere an der Untersuchung der Kongruenz von Identität und Recht wird ja in Verbindung mit Transnationalisierungsprozessen gezeigt, dass diese vormals national etablierten Religionsrechte oder religionsbezogenen Normen nun neu kodifiziert werden, dass sie auf Personenrechte ausgeweitet werden. Und das Interessante für unsere heutige Tagung ist, dass sich in diesem Prozess auch das Recht selbst verändert oder die Art des Rechts. Und ja, in dieser Sicht möchte ich also jetzt die europarechtliche Bestimmung von Religion im Folgenden genauer behandeln, und zwar indem ich ihre rationalisierte Formalstruktur rekonstruiere. Dabei ist die Annahme, die Verankerung von Religion steht
mit einem, steht in Verbindung zu einem Übergang, nämlich zu dem Übergang der EU von einer Marktbildung zu einer Beschäftigungserzeugung. Und die Kernidee dieser Beschäftigungserzeugung besteht darin, die Schranken, die Zugangsschranken für verschiedene Arbeitsmarktgruppen zu reduzieren, zu nivellieren. Das ist meine Ausgangsannahme, und in einem weiteren, eher theoretischen Rahmen vertrete ich die Auffassung, dass diese Formalstruktur, diese europarechtliche Formalstruktur der EU im weiteren Sinne auch eine Lockerung im Verhältnis von Politik und Recht, also nationalbezogener Politik und nationalbezogenem Recht sich lockert. Darauf werde ich dann auch am Ende in der Zusammenbindung der Ergebnisse noch einmal eingehen. Das heißt, in einer differenzierungstheoretischen Perspektive gehe ich hier von einer Schwächung der strukturellen Kopplung von Politik und Recht aus. Im Unterschied zu dem, was wir bisher heute diskutiert haben, gehe ich in meinem Vortrag von einer Eigengesetzlichkeit des Rechts aus, also nicht wie in vielen Teilen der Europadiskussion, und dazu hat ja Frau Frerichs auch ein sehr interessantes Buch geschrieben, vom Judicial Governance, was ja bedeuten würde, dass das Recht in der EU gewissermaßen ein Instrument der Politik ist und insofern für die Integration zuständig ist, sondern ich beschäftige mich aus der Perspektive der Eigengesetzlichkeit hier mit dem europäischen Recht. Ganz kurz zur rationalisierten Formalstruktur. Mithilfe des neoinstitutionalistischen Konzepts dieser rationalisierten Formalstruktur lässt sich untersuchen, inwiefern Rechtsnormen einen religiösen Bezug haben. Und das ist jetzt für uns soziologisch die entscheidende Frage, inwieweit ihnen überhaupt eine Vernünftigkeit, eine Rationalität zugesprochen wird. Das ist für uns die interessante Frage. Und dabei geht es vor allen Dingen um zwei Dimensionen, nämlich zum einen betrifft das die formale Organisationsstruktur selbst, in der das Diskriminierungsverbot aufgrund von Religion verankert wird. Ich hatte das hier noch einmal, genau, ich hatte Ihnen das hier nochmal auf die Folie gegeben. Für diesen Zusammenhang sind zwei Organisationen und rechtliche Akteure wichtig, nämlich die Europäische Kommission und der Europäische Gerichtshof, die in besonderer Weise der Auslegung des Rechts und der Überwachung der Ziele der EU verpflichtet sind. Und das ist also hier für die Argumentation sehr wichtig. Das heißt, wie sieht die Organisationsstruktur selbst aus? Und das heißt zunächst einmal neoinstitutionalistisch, dass die formale Organisation selbst als rational, als vernünftig, als ein passendes Mittel verstanden wird. Zum anderen erstreckt sich dieser neoinstitutionalistische Zugriff dann auch auf die institutionalisierten Annahmen. Das heißt, die Ideen, die kulturellen Annahmen, die in dieser Formalstruktur verankert sind, und in unserem Fall sind dies spezifische Annahmen über individuelle Rechte und Religionsfreiheit in der EU. Das heißt, es geht hier
um die Ideen, die zur Erreichung bestimmter Ziele als rational, als passend angesehen werden. Und hiermit schließe ich mich der neoinstitutionalistischen Diskussion an. Organisation, ganz kurz, die Organisation institutionalisierter Regeln wird hier ja anschließend an Max Weber in den Zusammenhang mit formaler Rationalität gestellt und mit ihren standardisierenden Effekten. Und in diesem Sinne wird diese Organisation institutioneller Regeln als ein typisches Merkmal moderner Gesellschaften verstanden. Interessant jetzt für die Frage des Regionsrechts und der Formalisierung und Diffundierung ist dann die weitere Annahme von Meyer und Rohn, dass die hiermit verbundenen Ziele als Mythen verstanden werden können. Insofern diesen Zielen, diesen Ideen geradezu in zeremonieller Weise eine eigene Erklärungskraft verliehen wird. Und diese wiederum, diese in unpersönlichen Verfahren verankerten Ideen, diese Rationalitätsimperative, eignen sich hervorragend für die regelhafte Zuordnung bestimmter Zwecke zu angestrebten Zielen. Das heißt, hier wird im Neoinstitutionalismus eine im weiteren Sinne auch organisationstheoretische Auffassung vertreten, dass nämlich dieser Modus formaler Rationalität sich in besonderer Weise auch organisationsaffin erweist und zugespitzt, sobald Rationalitätsimperative einmal rational verankert sind, kommt ihnen ein explosives Organisationspotenzial zu. Und das ist für unseren Zusammenhang insofern interessant, als wir über einen sehr kurzen historischen Zeitraum sprechen, nämlich sozusagen die Thematisierung regionsbezogener Fragen seit den späten 80er Jahren in der EU. Inzwischen verfügen wir mit der Ausarbeitung der Richtlinie, mit der Überarbeitung der Richtlinie, mit verschiedenen Case-Laws, also Rechtsfällen, über die Recht gesprochen wurde, eine Spezifizierung dieser Regionsrechte. Und vor allen Dingen verfügen wir inzwischen auf der Ebene ihrer Administrierung in Form beispielsweise der Europäischen Grundrechteagentur über eine Organisationsdynamik, die weit ins europäische Feld des Rechts reicht, was nicht mehr nur ein EU-Recht betrifft, sondern sehr eng verwoben ist mit dem nationalen Recht, mit Positionen, mit Vorstellungen von Nichtregierungsorganisationen und vor allen Dingen auch mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Also insofern hat hier seit Ende der 80er Jahre ein ungeheuerlich schneller und beschleunigter Prozess stattgefunden. Ich kann es jetzt auch sehr kurz machen. Ich werde jetzt diese Formalstruktur Ihnen wirklich also eher schlaglichtartig in vier Schritten skizzieren. Zum einen geht es um die Genese, wann werden Menschenrechte in der EU thematisiert. Also in den ersten Jahrzehnten beschäftigt sich das europäische Recht auch mit regionsbezogenen Fragen. Diese betreffen vor allem die Sonntags- und Feiertagsruhe, auch einige Fragen des Personalrechts. Aber erst in den 80er Jahren findet eine Thematisierung statt, in verschiedener Richtung. Einmal Kontaktaufnahme, vor allen Dingen zu Kirchen als religiösen Gruppen, dann eine Registrierung der zunehmenden Übergriffe
auf Minderheiten und auch auf religiöse Minderheiten in Europa. Und hierzu gibt es dann vom Parlament, vom Rat und von der Kommission verschiedene Erklärungen. Also das ist die noch so vereinzelte, noch nicht konsistente Thematisierung von Religion, die noch nicht in einer Verankerung von Rechten einmündet. Und hierbei spielt bei dieser Thematisierung vor allen Dingen auch der Abbau von Grenzen und der im weiteren Sinne europäische Transformationsprozess eine wichtige Rolle, der mit massiven Menschenrechtsverletzungen und zu Beginn der 90er Jahre mit dem Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien auch verbunden ist und dadurch schlagartig gewissermaßen die Brisanz von Grundrechten, und das ist neu, nicht in der Welt und bei den Unterentwickelten, sondern innerhalb der EU zu einem Thema macht. Also diese neue Thematisierung in den 80er Jahren ist auch deswegen neu, weil es um Menschenrechte und religiöse Rechte innerhalb von Europa geht. Nicht also bei den armen Kindern in der dritten Welt, um das jetzt nochmal so zuzuspitzen, nicht für die anderen und bei den anderen, sondern zu Hause in Europa. Das, also vor diesem Hintergrund wird dann ja auch im Vertrag über die Europäische Union in Artikel 6 erstmals der Begriff der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der Achtung der EMRK etabliert. Wir gehen dann über zur Formalisierung, und die erste Formalisierung findet statt insofern, als Grundrechte und damit auch religiöse Grundrechte und deren Beachtung als politisches Beitrittskriterium 1993 im Erweiterungsprozess verankert wird. Und hier ist es ganz wichtig, hier werden für die neuen Beitrittsländer erstmals Vorgaben erwartet, die für die alten Beitrittsländer nie gegolten haben und wie dann der Fall Haider in Österreich zeigte, auch nicht gelten, und viele andere, also Themen, die danach kamen. Das heißt, hier geht es um eine qualitativ, wirklich um einen neuen Schritt. Und dann haben wir im Zusammenhang mit dem EGV-Vertrag 1997 den Artikel 13, der nämlich erstmals Maßnahmen gegen Diskriminierung aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch der Religion, untersagt und Maßnahmen dagegen vorsieht. Hier haben wir auf dem Hintergrund der 50er Jahre, als sich die EU entwickelt, ebenfalls einen neuen Schritt, insofern die Nichtdiskriminierung seit den 50er Jahren klassischerweise für die Nationalität, also für die Wanderarbeiter und Wanderarbeiterinnen gilt, und auch im Hinblick auf das Geschlecht für die Lohngleichheit. Und nun wird dieses Diskriminierungsverbot erstmals auf verschiedene andere Dimensionen ausgeweitet. Interessanterweise, worauf ich jetzt nicht eingehen werde, interessanterweise haben wir ja in diesen 90er und dann auch 2000er Jahren diese Figur des innerhalb des Vertrags von Amsterdam, nämlich in Artikel 11, der Status der Kirchen anerkannt wird und verankert wird. Das heißt, wir haben ja ein anderes Religionskonzept, auch andere Religionsgemeinschaften, und zugleich haben wir im Artikel 13 also schon einen Hinweis, dass religiöse Minderheiten zusammen mit anderen Dimensionen kollektiver Zugehörigkeit geschützt werden sollen. Die Standardisierung, nämlich über Richtlinien und über die Initiativkompetenz der Kommission und das Richterrecht, setzt an mit dieser Umsetzung von Artikel 13 sehr prominent, zunächst einmal mit zwei Richtlinien im Jahre 2000, nämlich einerseits die Richtlinie, die also den Unterschied nach Rasse oder ethnischer Herkunft über Unterdiskriminierungsverbot setzt, die, und zwar nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch in der Zivilgesellschaft,
Das ist für die EU relativ neu, weil diese Bestimmungen alle auf den Binnenmarkt respektive den Arbeitsmarkt bezogen sind. Und im Unterschied dazu wird mit dieser zweiten Richtlinie, nämlich der zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, werden dann diese anderen Dimensionen unter Diskriminierungsverbot gesetzt, allerdings nur bezogen auf den Arbeitsmarkt. Und hier handelt es sich um die Dimensionen Religion und Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexuelle Ausrichtung. Lediglich zwei Hinweise aus den Erwägungsgründen für diese Richtlinien. Die erste Richtlinie sagte in ihren Erwägungsgründen, Diskriminierungen aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft können die Verwirklichung der im EG-Vertrag festgelegten Ziele unterminieren, insbesondere die Erreichung eines hohen Beschäftigungsniveaus. Also hier haben wir schon den Verweis auf diesen Konex. Die zweite Richtlinie sagt im Erwägungsgrund 11, Diskriminierung wegen Religion und so weiter können die Verwirklichung der im EG-Vertrag festgelegten Ziele unterminieren. Das heißt, hier wird ein klarer Konex geschaffen zu dem, ich sag mal, zu dem Handlungsproblem, das mit dem Übergang von der Marktetablierung zur Beschäftigungserzeugung geschaffen wird. Und diese zweite Richtlinie, in der auch Religion als Nicht-Diskriminierungsdimension verankert ist, schafft zugleich einen Rahmen, nämlich in dem Nichtdiskriminierung als ein Schritt zur Gleichbehandlung verstanden wird. Und insofern liegt hier eine Standardisierung vor. Seitdem gibt es einen standardisierten Begriff, ein Verständnis für diesen Begriff Diskriminierung. Und es gibt vier Dimensionen dafür, die direkte Diskriminierung, die indirekte, die Belästigung, die als Diskriminierung verstanden wird und auch die Anweisung zur Diskriminierung. So. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Europäische Kommission 2008 einen Richtlinienvorschlag unterbreitet hat zur Überarbeitung der Richtlinie, der Rahmenrichtlinie für den Beruf, und zwar erstens im Hinblick darauf, dass diese Richtlinie über den Arbeitsmarkt hinaus ausgeweitet wird und dass sie für bestimmte Diskriminierungsdimensionen spezifiziert wird. Worauf ich jetzt nicht eingehe, sind die verschiedenen Richtlinien der 2000er Jahre, die im Rahmen der Anerkennung von Flüchtlingen, der Anerkennung von Drittstaatsangehörigen, der Anerkennung ihrer Familien erlassen werden. Diese regeln den Eintritt und den Austritt in die Europäische Union. Und hier habe ich Ihnen lediglich den Begriff der Religion, wie er hier sehr weit definiert wird, und damit gibt es auch Anschlüsse an den Beitrag zuvor. Hier handelt es sich um die Richtlinie von 2004, die nämlich für Drittstaatsangehörige bzw. für Staatenlose die Anerkennung des Flüchtlingsstatus festlegt, die inzwischen auch schon wieder überarbeitet worden ist und 2011 verabschiedet wurde. Und diese Richtlinie hat hier eine sehr weite Definition der Religion, die wiederum im letzten September zu einer Präzedenzentscheidung des Europäischen Gerichtshofes geführt hat. Und die Präzedenz besteht darin, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zwei Anträge abgewiesen hatte,
aus Pakistan mit dem Verweis darauf, dass dieser Artikel sich lediglich auf den Kernbereich der religiösen Freiheit beschränkt und nach mehreren Verfahren und nach dem, also im Zusammenhang mit diesem Vorabentscheidungsverfahren, hat dann der Europäische Gerichtshof im September entschieden, dass es in diesem Fall nicht nur um den Kernbereich geht, nämlich der privaten Praktizierung von Religion, sondern auch um die der öffentlichen, und insofern sei für die Angehörigen der Ahmadiyya-Gemeinschaft in Pakistan eine Gefahr für Leben und Tod und damit für ihre Menschenwürde verbunden. Im Anschluss an den letzten Vortrag ist hier die Definition interessant, inwieweit Expertise und die Definition der religiösen Autorität oder der Gemeinschaft überhaupt noch notwendig ist. Ja, hier fehlen einfach Folien, aber da kann ich jetzt nichts dran machen. Und zwar sollten Sie jetzt eigentlich eine Folie bekommen zur Diffundierung dieser Rechte im Rahmen der Antidiskriminierungsmaßnahmen. 2007 wird die Agentur für europäische Grundrechte errichtet in Wien. Sie ist die erste spezialisierte europäische Grundrechteverwaltung und sie ist nach den sogenannten Pariser Grundsätzen der Vereinten Nationen strukturiert, organisiert. Das heißt, sie ist unabhängig gegenüber den Mitgliedstaaten. Das Ziel dieser Agentur ist die Verbesserung der Standards und der Ziele, die Vergleichbarkeit und die Verlässlichkeit der Daten auf europäischer Ebene. Es geht hier sozusagen jetzt um ein Governance of Fundamental Rights in Europa, und vor allen Dingen zeigt sich dies in der neuen Dimension in der Plattform der Grundrechte, denn diese Agentur verhandelt ja nicht nur mit Mitgliedstaaten und den EU-Behörden, sondern auch mit Nichtregierungsorganisationen und auch mit der EMRK. Insofern wird daraus deutlich, dass inzwischen diese Rechte, diese Anrechte in ein europäisches Feld des Rechtes diffundiert werden, in dem verschiedene Akteure und verschiedene Organisationen unterwegs sind. Ich möchte damit schließen, zunächst einmal in einer eher systematischen Zusammenfassung. Durch die hier skizzierte Formalstruktur werden religiöse Rechte auf einer transnationalen Ebene als individuelle Rechte rekonfiguriert, und dieser Vorgang lässt sich auch in einem weiteren Sinne als eine Verlagerung von normativen zu kognitiven Erwartungen betrachten. Das heißt, Lernanlässe oder Lernpressionen, die als Folge von sozialer Differenzierung zu betrachten sind, die werden in diesem europäischen Recht verarbeitet. Dieser erhöhte Normierungsanspruch, der vor allen Dingen von individuellen religiösen Akteuren in Rechtskonflikten an das Europarecht herangetragen wird, vollzieht sich also sehr stark im Dialog mit dem Richterrecht. Und insofern können wir wiederum diesen Wandel im Rahmen der Positivierung des Rechts zu kognitiven Erwartungen auch daran rekonstruieren und plausibilisieren, dass die EU mit ihrem Richtlinienrecht und dem Richterrecht zu einer Schwächung des staatlichen, nationalstaatlichen Verfassungsrechts und Gesetzesrechts beiträgt. Sie ist darin auf jeden Fall ein Pushing-Faktor und ist insofern als ein regionaler Akteur in diese weiteren Globalisierung und Enttraditionalisierungsprozesse eingezogen. Wenn ich sage, religiöses Recht wird transnational rekonfiguriert, dann kann ich sehr schön anschließen an diesen Vortrag meines Vorgängers. Das heißt, Religion wird jetzt als eine unter verschiedenen anderen Kategorien kollektiver
Zugehörigkeit in der EU unter dem Gebot der Gleichbehandlung verhandelt. Damit ist sie also eine Kategorie unter anderen. Zum Zweiten ist sie eine Kategorie unter anderen mit dem Verweis auf eine Zunahme kultureller Heterogenität, die rechtlich hier wahrgenommen wird. Und damit eröffnet sich auch ein sehr weites Feld des Konzepts von Religion, ein fröhliches Feld der Diversität in Europa, nämlich wie Religion, überreligiöse Herkunft und individuelle Religionsfreiheit eigentlich zueinander stehen und in welchem dynamischen Verhältnis. Ja, als Fazit lässt sich dann sagen, dass vor dem Hintergrund der Marktzugänglichkeit die soziale Inklusion, so die EU-Rechtssprache und der Respekt vor Menschenrechten durchaus nachvollziehbar sind. Die Benachteiligung von Personen aus religiösen Gründen kann als Hindernis ökonomischer Effizienz und sozialer Fairness verstanden werden. Damit entsteht in Europa eine historisch neuartige rechtliche Konfiguration, nämlich von Wirtschaftsrechten, die einen Religionsbezug haben. Wir sind erst am Anfang dieser Entwicklung, und in Bezug auf die Zukunft wird dann auch sehr interessant sein, was geschieht mit dieser Figur der Kirchen einerseits, die ein bestimmtes Konzept von Religion bislang repräsentieren, und den verschiedenen Gruppen und nicht nur Minderheiten, die auf religiösen Rechten pochen. Zwei Punkte abschließend. Neoinstitutionalistisch lässt sich diese Differenzierung auf die von John Mayer diskutierte wellenartige Verbreitung staatenloser globaler Institutionen beziehen, nämlich insofern, als hier Personenkategorien geschaffen werden, ausgestattet mit den Prinzipien der Selbstverwirklichung, in unserem Fall der Religionsfreiheit. Und wie Mayer und Roland Jeppardon argumentieren, geht die Befähigung zu diesem Akteurstatus aus längerfristigen institutionellen Prozessen hervor, Zitat, in denen Autorität von Gott zur Kirche, von der Kirche zum Staat, von Kirche und Staat zu individuellen Seelen und später zu individuellen Bürgern verschoben werden. Entsprechend, und das ist jetzt mein Schlusswort, sind nationale Behörden, wenn wir jetzt organisationssoziologisch denken, entsprechend sind nationale und transnationale Behörden zunehmend herausgefordert, für diese Ansprüche zuständig zu sein und sie umzusetzen. In dem Urteil vom September 2012 werden diese Behörden jetzt dazu verpflichtet, sich beispielsweise mit der Komplexität einer religiösen Demografie Pakistans eingehend in Verbindung mit der Biografie der Antragsteller auseinanderzusetzen. Vor diesem Hintergrund, so Mayer, wird die herkömmliche Trägheit staatlicher Verwaltungen durch moderne, flexible und professionelle Organisationen rekonfiguriert, und in einem weiteren Sinne lässt sich die rechtliche Institutionalisierung von Religion in Europa in den Kontext einer globalen, staatenlosen weltkulturellen Ordnung stellen. Vielen Dank für Ihre Geduld.